Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute stellen wir euch von Pulsar das Flaggschiff Helion XP38 vor. Das Helion XP38 ist das Flaggschiff von Pulsar. Es gibt auch noch die XQ-Serie, das wäre dann quasi eine Stufe unten drunter, aber XP, wie gesagt, Flaggschiff. Wir haben hier eine Auflösung von 640x480. Das ist für zivile Handgeräte auch momentan das Maximum. Also alles, was da drüber liegt, 1024er Auflösung, wird in der Regel nur militärisch genutzt und dann auch vom Preis her exorbitant nach oben. Wunderbar ist hier, dass auch das Display im Prinzip in derselben Auflösung arbeitet. Und zwar wird das nativ dargestellt, hat den Vorteil, dass nichts gewandelt wird. Das Bild ist einfach viel, viel klarer. Die Bedienelemente befinden sich an der Gehäuseoberseite. Ihr habt hier im vorderen Bereich den Powerknopf, den könnt ihr auch sehr gut mit dem kleinen Finger erreichen. Der dient dazu, das Gerät ein- und auszuschalten. Da habt ihr auch den Standby-Modus darauf und die Kalibrierung des Gerätes. Einmal kurz antippen, Gerät wird kalibriert. Als nächstes habt ihr hier die Knöpfe für das Menü. Da haben wir den Vorwärts- und den Rückwärts-Sprungknopf und in der Mitte ist der Menüknopf selbst. Die vordere Taste hat noch eine weitere Funktion und zwar, wenn ihr da drauf drückt, habt ihr eure Standarddarstellung, nämlich White Hot. Und ihr könnt dann noch über das Menü zusätzlich ein weiteres Farbschema auswählen, zwischen dem ihr dann immer hin und her springen könnt. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, im Menü jetzt Black Hot ausgewählt habt und dann drückt ihr vorne auf die Taste, springt ihr immer wieder zu White Hot zurück und dann ein erneutes Drücken wieder zu Black Hot. Das heißt, da könnt ihr eure beiden Lieblingspresets bzw. ein Lieblingspreset und White Hot ablegen. Ganz hinten habt ihr noch den Record-Knopf, damit könnt ihr dann eure Aufnahme starten. Dafür gibt es übrigens auch nochmal hier so ein schickes Zubehör, eine Fernbedienung quasi. Das wäre dann, wenn ihr das Gerät irgendwo in einem Stativ habt oder am Baum montiert, könnt ihr hier über WLAN diese Fernbedienung koppeln und könnt dann darüber auch entsprechend die Aufnahme starten und stoppen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Videos und Fotos werden mit dem Gerät in 640x480er Auflösung aufgenommen und können dann entsprechend auch per App mit dem Handy abgerufen werden. Im zivilen Bereich war lange der Standard der Bilddarstellung in 9 Hertz. Das Pulsar hier hat 50 Hertz Darstellung, das heißt, ihr habt absolut ruckelfreie Bilder. Entsprechend, wenn ihr da durchguckt, ist es nicht so wie früher bei den Überwachungskameras so, der Dieb kommt und nimmt die Flasche, sondern ihr habt wirklich Flasche weg. Es gibt drei verschiedene Varianten. Das XP28, das XP38, was ich hier in der Hand halte, und das XP50. Ihr werdet es erraten, die Größen stehen für die Objektivdurchmesser. Mit den verschiedenen Objektiven kommen natürlich auch verschiedene Spezifikationen. Das 28mm Objektiv hat eine 1,4-fache Vergrößerung, das 38er Objektiv hat eine 1,9-fache Vergrößerung und das 50er Objektiv hat eine 2,5-fache Vergrößerung. Jeder, der sich ein bisschen mit Optiken, Ferngläsern, Zielfernrohren auseinandersetzt, wird natürlich auch wissen, dass je größer das Objektiv und die Vergrößerung ist, desto weniger Sichtfeld habt ihr. Das wäre natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn ihr euch für ein Gerät entscheidet. Das heißt, wenn ihr das 28mm Objektiv habt, habt ihr das weiteste Sichtfeld und bei der 50er habt ihr das kleinste Sichtfeld. Somit ist das 38er Objektiv so der gute Allrounder. Jetzt habt ihr euch für das XP28 entschieden, habt es gekauft für teures Geld und denkt euch, verdammt, eigentlich wollte ich doch neben dem weiten Sichtfeld auch noch ein bisschen Schärfe, ein bisschen näher das Ganze haben, wäre vielleicht doch das 50er besser. Hier kommt jetzt die Besonderheit der Helion XP-Serie ins Spiel. Ihr könnt nämlich das Objektiv vorne austauschen. Um das Objektiv zu wechseln, habt ihr hier vorne einen Schieber, den schiebt ihr nach hinten, dann könnt ihr hier vorne das Objektiv einmal drehen, so ein Bajonettverschluss quasi, dann setzt ihr das raus. Wie es der Teufel will, habe ich hier auch so ein 28er gerade zur Hand. Da ist dann hier so eine Schutzkappe drauf, die nehmt ihr ab. Selbes Gewinde natürlich, macht ja nur Sinn so. Nehmt das Gerät wieder in die Hand, setzt das hier so ein, wie es passt, drückt das so ein bisschen drauf. Eine Vierteldrehung, dann hört ihr es klicken, indem hier der Schlitz wieder einrastet. Und schon habe ich aus dem XP38 ein XP28 gemacht. Also, ihr habt das
28er Objektiv, das 38er Objektiv und das 50er Objektiv und somit die Möglichkeit dazwischen zu wechseln. Das bietet euch kein anderer auf dem Markt. Natürlich ist das jetzt nicht nur mechanisch getan. Ihr müsst im Menü noch eine kleine Anpassung vornehmen. Da geht ihr rein, stellt eine Setting um, damit die komplette Berechnung auch auf das entsprechende Objektiv angepasst wird. Die große Gehäuseform der Helion XP-Serie ermöglicht auch den Einsatz eines großen Akkus. Im Lieferumfang enthalten habt ihr diesen Akku hier, der laut Herstellerangaben 8 Stunden Leistung bringt. Wenn euch das nicht reicht, könnt ihr hier, wenn ich den hier herausnehme, alternativ diesen dicken Block kaufen. Der hat noch ein Käppchen drauf, das machen wir kurz ab. Und dann könnt ihr den hier einsetzen. So, natürlich genau falsch rum. Das ist übrigens auch idiotensicher, also ihr könnt wirklich die Sachen nicht verkehrt rum einbauen. Das geht immer nur in eine Richtung. So, und dann habt ihr hier dieses große Klotz. Aber wie ihr seht, mit meinen kleinen Fingerchen komme ich trotzdem noch an die Knöpfe heran. Also selbst mit dem großen Akku ist es kein Problem, das Gerät zu bedienen bei doppelter Laufleistung. Den Akku könnt ihr entweder im Gerät selbst laden. Dafür habt ihr hier den USB-Anschluss. Könnt ihr am Computer anschließen, an der Powerbank, whatever. Oder aber ihr entnehmt den Akku, wie ich das eben schon gemacht habe, und setzt den hier auf das externe Ladegerät. Das übrigens auch ohne Strom, voll geil, weil der Akku ja Strom hat. Hier immer schön lustig blinkt, genau. Darüber kann man den Akku natürlich auch laden. Das heißt, wenn ihr zwei Akkus habt, einer im Gerät, einer da, doppelladen. Auf der Unterseite des Gerätes habt ihr einen Stativanschluss. Das heißt, hier könnt ihr entweder das Ding auf ein Stativ aufsetzen, um dann eine stationäre Beobachtung zu machen. Wenn ihr mit dem Gewehr im Anschlag seid, könnt ihr dann hier quasi immer durchschauen und müsst das Gerät nicht in die Hand nehmen. Das hier wäre zum Beispiel eine Montage, die ihr irgendwo festklemmen könnt. Und dann gibt es noch eine Baumontage, wo ihr wirklich dann mit der Fernbedienung arbeiten könnt und das Gerät quasi nicht bei euch direkt habt. Es gibt hier diese Sling Mount, beziehungsweise diese Schlinge, die wird hier auch einfach unten eingeschraubt in das Gewinde hier vom Stativ. Ich mache das mal schnell. Dann hängt ihr euch das um. Und jetzt kommt das Besondere daran, das Gerät hängt nämlich mit dem Deckel nach oben. Das heißt, die offene Seite ist unten. Wenn ihr quasi hier schön euer Müsli esst oder sonst irgendwas macht, Kaffee trinkt und das fällt runter, ist alles hier durch den Deckel vom Objektiv geschützt. Und das, was unten ist, was offen ist, ist quasi außerhalb der Schusslinie. Was auch noch ein sehr geiles Zubehörteil ist, ist hier diese Handyhalterung, die euch zum einen weiterhin die Möglichkeit gibt, das Stativ zu nutzen, weil das Gewinde im Prinzip durchgeschleift wird. Ihr könnt es jetzt hier weiterhin anschließen. Und zum anderen müsst ihr dann nicht jedes Mal das Gerät ans Auge nehmen, sondern habt hier quasi euer Display im Handy. Ich drehe das mal um, dass ihr das gerade sehen könnt. So, das heißt, so müsstet ihr es eigentlich ganz gut sehen. So könnt ihr jetzt quasi sehen, was im Display zu sehen ist und müsst aber nicht dafür euren Kopf hinter das Gerät bewegen. Ist dann quasi für die Thermal-Selfie-Aufnahmen der Zukunft. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte der Helion XP-Serie für euch zusammen. Ihr habt 640x480er Auflösung, dann habt ihr 50 Hertz Bilddarstellung, Wetterschutz, Spritzwasserschutz nach IPX7, ihr habt 8 GB internen Speicher, 8 verschiedene Farbpaletten zur Auswahl, White Hot und so weiter, wie ihr es kennt. Und das wichtigste Feature oder beziehungsweise das Alleinstellungsmerkmal, wie wir es schon gesagt haben, Wechselobjektive. 28, 38, 50. Wofür brauche ich ein Thermalsichtgerät? Typische Anwendungsbeispiele wären natürlich jetzt in erster Hand die Jagd. Ja, da könnt ihr Wild mit aufspüren, was ihr vielleicht so nicht sehen würdet, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Ja, das ist eine ganz geile Sache. Wo ich auch ganz großes Potenzial sehe, ist bei der Wasserwacht oder bei der Feuerwehr, bei Rettungsdiensten. Wenn jemand ins Wasser gefallen ist in den ersten Minuten und noch warm ist, den wird man mit so einem Gerät super schnell aufklären können, auch auf größere Distanz. Da kann man viel schneller agieren, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Im Überwachungssektor ist ein Thermalsichtgerät inzwischen ein unschätzbar gutes Werkzeug. Ihr könnt sehen, wenn ein Auto vor kurzem bewegt wurde, anhand der Bremsen, dass die warm sind oder der Motor noch warm ist, ja, was ihr normalerweise nicht sehen könnt, ohne mit der Hand hinzugehen, um zu sehen, oh, ist das also die typische Tatort-Szene so. Ja, dieses Auto wurde erst vor 5 Minuten bewegt. Das fällt mit so einem Gerät komplett weg, könnt ihr alles aus der Ferne aufklären, geiles Ding. Das XP38 ist kein Vorsatzgerät, also ihr könnt es nicht vor ein Gewehr, vor ein Zielfernrohr packen, um damit dann Thermalsicht zu haben. Gibt es von Pulsar zwar, aber das hier ist nicht so eins. Aber wir wären natürlich nicht epic, wenn wir nicht trotzdem mal ein paar Schießaufnahmen mit dem Gerät gemacht hätten.
Ihr habt hier einen Schalldämpfer zum Beispiel. Da ist es so, dass nach wenigen Schuss nur der Schalldämpfer so heiß ist, dass man den nicht mehr anfassen kann. Jeder, der Schalldämpfer schießt, kennt das. Das ist nämlich nicht wie Hollywood so, dass man da 30 Schuss durchjagt, dann die Langwaffe an sich runterhängen lässt und zur Kurzwaffe greift. Da hat man nämlich sonst Verbrennung dritten Grades am Bein. Das Ding, das wird so heiß, ja, also jeder, der Schalldämpfer schießt, weiß das. Wenn ich Schalldämpfer geschossen habe, muss ich erst mal eine Weile warten, bis ich den runterschrauben kann, weil er halt so heiß ist, dass da nichts geht. Wir haben jetzt hier von Manta so ein Cover. Das sieht man hier auch ganz gut, dass man trotzdem noch hinlangen kann, ja, dass da wirklich die Wärme komplett abgeleitet wird. Also ihr seht, es ist nur der vordere Bereich, wo quasi hier die Öffnung ist, die ist heiß und hinten dran auch der Lauf. Aber der Schalldämpfer selbst, der ist natürlich auch heiß, aber unter diesem Schutzschild ist der komplett gut abgeschirmt. Sehr geiles Zubehör übrigens. Jetzt habe ich euch in den vorherigen Videos ja gesagt oder gefragt, hat denn noch so ein Gerät eine Daseinsberechtigung bei dem XM 30 und 38, bei den kleinen Mobilgeräten? Unserer Meinung nach auf jeden Fall, weil hier habt ihr definitiv eine bessere Qualität, bessere Darstellung der Objekte. Das andere ist wirklich zum schnellen Aufklären, kompakt, hat man ein kleines Gerät in der Tasche, kann man rausziehen schnell irgendwas aufklären, aber um wirklich was detailliert zu betrachten, ist dementsprechend hier so ein XP 38 wie das hier, hat einen viel größeren Wert. Ja. Also gerade hier im Rettungsbereich würde ich zum Beispiel auf jeden Fall auf so ein Gerät ausweichen, während ich beim Personenschutz oder im Sicherheitsbereich, wo ich jetzt nur mal kurz schnell irgendwas prüfen muss, so ein kleines Gerät nehmen würde. Zusammengefasst ist das XP 38, das jetzt ja schon ungefähr 2 Jahre auf dem Markt ist, nach wie vor das Top-Gerät bei Pulsar, auch wenn jetzt die neuen Geräte, das XM 30 und 38, was wir euch schon gezeigt haben, sehr gute kleine handliche Geräte sind, kommen sie trotzdem in der Qualität und in der Schärfe an diese Geräte nach wie vor nicht ran. Deswegen sagen wir, das Gerät hat seine Daseinsberechtigung. Also, für alle, die mehr Anspruch haben, detaillierteres, besseres, klareres Bild wollen, XP 38, erste Wahl, vor allem, wenn ich hier die Möglichkeit habe, die Objektive zu wechseln, das ist wirklich was habe ich so noch nicht gesehen am Markt, finde ich ein sehr geiles Feature. Eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, wenn euch die Thematik Nachtsichtgeräte oder Thermalsichtgeräte bzw. was dazwischen liegt interessiert. Der Stefan, mit dem ich hier die Filme mache, der hat sich damit schon mal intensiv auseinandergesetzt. Ich blende euch die Links dazu unten ein, sind wirklich sehr, sehr sehenswert. Wenn ihr noch Fragen habt zu Thermalsicht generell oder zu Geräten von Pulsar, schreibt uns doch was in die Kommentare, wir helfen euch dann weiter. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da, abonniert den Kanal und klickt die Glocke, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Wechseln könnt, also Black Hot oder Red Hot Chili Peppers. Red, ach scheiße, Mann. Die Stimme aus dem Off hat immer recht. Was? Ich muss es nicht nochmal sagen, du hast es doch gerade gesagt. Was? Nochmal? Ist es nicht so wie früher bei den Überwachungskameras so, der Dieb kommt und nimmt die Flasche, sondern ihr habt wirklich Flasche weg. Das war epic, oder? Hat dir gefallen? Ich mir auch gerade so in den Kopf geschossen. Gut. Und das 50er, ob der. Was? Boah, 50er. 50er, dicke Maschinengewehr. Bei so einem großen Gerät kann man natürlich auch eine große Batterie unterbringen. Das wäre jetzt hier die Standardbatterie oder der Standardakku, der mit im Lieferumhang. Lieferumhang. Oh, ich habe einen Lieferumhang. Ich kann den Lieferumhang nicht finden. Der hier ist jetzt standardmäßig im Lieferumhang. Umfang. Ich habe wieder den Umhang gesagt. Scheiße. Dieser Akku hier ist im Lieferumfang. Das kann ich nicht dran, ständig dran denken. Entschuldige bitte. Ich kann den Lieferumhang nicht finden. Um den Akku zu... Jetzt hör auf zu lachen. Wenn du lachst, muss ich auch lachen. Lass laufen. Ich krieg's hin. Lass ja laufen. Ach so, gut. Nein. Musst du Pipi? Hör auf. Du kriegst keinen Alkohol mehr, wenn wir filmen. Alkoholfrei. Also, das macht's ja noch schlimmer.